Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Biking is Awesome. Es wird mal wieder spannend. Ich habe ein wunderbares Hardtail da von Cube aus Carbon. Schon ein etwas älteres Modell, müsste 2014 sein, kann aber auch 2016 sein. Eins von den beiden wird es sein. Auf jeden Fall sollte es komplett umgebaut werden auf X01 Eagle 12-fach Antrieb. Die Komponenten habe ich alle schon da. Was wie kompatibel ist, was man wie umbauen kann und worauf man beim Umbau achten muss, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Werde ich euch auf jeden Fall unten verlinken. Und es gibt auch eine Playlist, wo alles zu dem Projekt jetzt hier dann drin ist. Da könnt ihr euch dann alles anschauen. Also es wird immer einzelne Videos geben, zum Beispiel dann Kassette austauschen, Laufrad, Freilaufkörper wechseln, Schaltung einstellen, Schaltung montieren, Schalthebel montieren. Also ich werde das alles versuchen, möglichst strukturiert in einzelnen Videos hochzuladen, dass sich dann jeder das anschauen kann, was er benötigt. Im heutigen Video werden wir uns erstmal ums Laufrad kümmern. Das heißt, wir werden die Kassette demontieren, werden den Freilaufkörper demontieren. Das ist ein SRAM-Freilauf mit Ratchet-System. Den werden wir auf XD-Freilauf umbauen. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie man das macht. Und dann werden wir natürlich die neue X01-Kassette montieren. Das Ganze sieht so aus. Genau, jetzt zeige ich euch nochmal die ganzen Komponenten und das Radl, was ich da habe. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ich habe jetzt hier schon mal alle Komponenten hingelegt. Wir haben hier die X01 12-Fach-Kassette mit dem 52 Zähneblatt. Ja, genau, den Schalthebel, das Schaltwerk. Der Kunde wollte es in Rot haben. Dann hier den richtigen passenden Freilauf. Die entsprechenden Adapter dafür noch, die braucht man auch. Und dann natürlich auch noch ein neues Einfach-Kettenblatt. Das werden wir so alles montieren an diesen wunderbaren Bike. So schaut das Modell aus. Genau, ist ein Cube Carbon Hardtail. Wirklich damals eins der Spitzen Hardtails von der Ausstattung her. Ihr habt hier die X0-Kurbel Carbon mit 3x10, also es ist ein 10-fach-Antrieb hinten. Mit einer X0-Schaltung und auch X0-Schalthebel. Den Schalthebel zeige ich euch auch nochmal. Das ist wirklich ein sehr edles Rad. Und das Ganze wird jetzt eben ein bisschen aufgepeppt und ein bisschen zeitgemäßer dann umgebaut. Schaut euch das nochmal an, so sieht der Antrieb jetzt aus. Und ja, von den Videos her, in ein paar Wochen könnt ihr dann den fertigen Antrieb begutachten. Genau, und heute geht es eben los. Mit dem Laufrad hinten, mit dem Umbau der Kassette. Dann würde ich sagen, starten wir. Damit wir die Kassette montieren können, müssen wir die Kassette festhalten. Dafür gibt es eine Kettenpeitsche, nennt sich das. Das Ganze schaut so aus. Die müssen wir hier einmal rumlegen. Und dann können wir nämlich hier das Ganze einrasten, können hier dagegen drücken. Und dann können wir die Kassette lösen, weil das ist ja die Freilaufrichtung. Und in die Richtung wird es ein bisschen schwierig, dann das Ganze zu lösen ohne Kettenpeitsche. So eine Kettenpeitsche kann man sich auch selber bauen, kostet jetzt aber auch nicht die Welt, wenn man sowas kauft. Genau, dann natürlich das passende Werkzeug für Senderlock-Verschraubungen, weil das hier ist eine Senderlock-Verschraubung. Dann geht ihr einfach hier rein, haltet die Kassette fest und dann macht ihr das Ganze locker. So, und dann könnt ihr das Ganze einfach hier rausschrauben. Ich habe dann immer noch nur so ein kleines Centerlock-Werkzeug. Tut man sich ein bisschen einfacher beim Rausschrauben. Ihr könnt es natürlich aber auch mit eurem anderen machen. So. Dann habe ich unten jetzt einen Karton am Boden stehen, wo ich die alten Teile, sage ich mal, vom Umbau reinmache. Weil kann ja sein, dass der Kunde die Sachen behalten will, weil er sie weiterverkaufen will. So, Kassette kann man einfach abziehen. Und dann hat sich das schon erledigt. Und die alte Kassette ist runter. Die neue Kassette habe ich mir hier jetzt auch schon hingelegt. Jetzt müssen wir erstmal noch den Freilauf austauschen. Das habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Es gibt eben verschiedene Freilaufsysteme. Wir benötigen hier einen XD-Freilauf, damit wir eben die 12-Fach-Kassette fahren können. Der Freilauf sieht so aus. Dann brauchen wir auch noch den passenden Adapter dazu. Das ist der hier. Und dann können wir das Ganze eigentlich schon austauschen. Dafür müssen wir jetzt hier den Konus abziehen, nachdem wie fest der sitzt. Manchmal kriegt man
den Fingern ab. Manchmal sitzt er aber auch ein wenig fester. Dann gehe ich immer in den Schraubstock, tue den Konus minimal einspannen und dann ziehe ich einmal. So, das war's. So sieht er aus, dieser Konus. Das ist einfach nur das Endstück hier. Und da gibt es eben auch verschiedene, je nachdem, was ihr für eine Achsbreite habt, was ihr für einen Achsstandard habt, für einen Achsdurchmesser, für ein Freilaufsystem, da müsst ihr eben den richtigen verwenden. Also da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen oder gegebenenfalls beim Hersteller nachfragen. Genau, und bei den DT Swiss Freiläufen, also das ist jetzt hier ein DT Swiss Laufrad mit Ratchet-System, könnt ihr den Freilauf dann einfach abziehen. Dann ist hier eine Feder drin. Die Feder brauchen wir wieder, die könnt ihr gleich abziehen und hier wieder draufstecken. Dann gucke ich hier jetzt mal, ob hier irgendwie Dreck oder irgendwas drin ist. In dem Fall sieht es sehr gut aus, alles noch schön geschmiert, nichts dreckig. Dann brauchen wir jetzt das auch nicht irgendwie komplett rausbauen und sauber machen. Wir nehmen jetzt eigentlich nur unseren neuen Freilauf, den XD-Freilauf, stecken den hier drauf. Gucken, dass diese Hülse innen richtig sitzt, sonst geht er nicht drauf. So, und dann ein bisschen drehen und dann rutscht er von ganz allein schon rein. Und dann ist der neue Freilauf auch schon montiert. Dann nehmt ihr euch euren passenden Adapter, euren Konus, steckt den hier drauf. So, und dann ist das Ganze eigentlich schon umgebaut auf XD-Freilauf. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die neue Kassette drauf machen. Da ist eigentlich auch nicht viel dabei bei der X01-Kassette, 12-fach Igel. Die ist aus einem, also die ist ein Stück, sind nicht mehrere Bauteile. Sieht auch wirklich edel aus, also wenn man sich das mal anschaut, das kann man wirklich so lassen. Dann schaue ich hier mal rein, meistens ist von Haus aus schon Fett dran. Ja, hier wurde jetzt auch schon gefettet, sollte da kein Fett dran sein, dann einfach hier die Fläche am Freilauf noch fetten. In meinem Fall ist jetzt hier schon Fett dran, können wir uns das schenken. Okay, dann bei dem XD-Freilauf ist es eigentlich ganz einfach, ihr setzt die Kassette einfach drauf. Dann dreht ihr so ein bisschen, irgendwann merkt ihr, dass die so ein bisschen einrastet. Dann liegt die an dieser Verzahnung an. Das ist wirklich wichtig, dass die so leicht einrastet, weil wenn sie das nicht tut und ihr versucht es festzuziehen und es verkantet sich irgendwie, dann könntet ihr euch entweder die Kassette kaputt machen, was sehr ärgerlich wäre, die kostet knapp 400 Euro, oder eben den Freilaufkörper. Das wäre jetzt nicht ganz so tragisch, aber Vorsicht einfach. Also ich zeige es euch nochmal, hier sind so Nasen dran, die habt ihr hier drin auch. Draufsetzen, schauen, wo die Nasen sind. Jetzt ist es eingerastet. Ihr merkt es auch, wenn ihr jetzt versucht, in die andere Richtung zu drehen, blockiert der Freilauf schon. Das heißt, ihr sitzt schon leicht auf der Nase auf. Und jetzt können wir dann einfach das Werkzeug ansetzen und können das Ganze festschrauben. Ihr merkt es dann auch irgendwann, wenn die Kassette wirklich hinten angekommen ist, also durchs Anschrauben schiebt sie die Kassette hier immer weiter ran. Irgendwann liegt sie an, dann geht es deutlich schwerer. Und wenn das der Fall ist, dann gebe ich immer noch einmal so einen kräftigen Ruck. Und dann ist das Ganze eigentlich fest angezogen. Dann testen, ob sich hier die Narbe drehen lässt. Weil wenn ihr zum Beispiel den falschen Konus verwendet habt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass sich das hier nicht mehr drehen lässt, weil sich es irgendwie verpresst hat. Auch mal hier drehen, dass sich gut drehen lässt. Schaut gut aus. Schauen, ob da irgendwas Spiel hat. Also ganz ein minimales Spiel ist, sage ich mal, normal, gerade wenn es jetzt nicht ganz neu ist, das Rad. Aber es sollte eben kein Riesenspiel, um das ihr richtig hin und her wackeln könnt und das irgendwie groß klappert. Das sollte eben nicht der Fall sein. Genau, und ja, dann ist das Ganze eigentlich schon umgebaut. Dann würde ich sagen, bauen wir es gleich mal wieder ins Fahrrad ein und schauen, wie es ausschaut. So schaut das Ganze dann fertig montiert aus. Dann auf jeden Fall auch mal kontrollieren, wenn ihr hier reinguckt, dass hier genug Platz ist, dass hier die Kette noch langlaufen kann. Das schaut jetzt ganz gut aus, also hier passt auf jeden Fall die Kette noch hin, nicht dass die hier irgendwie am Rahmen schleift oder so. Dann natürlich auch mal am Rad drehen, ob sich das drehen lässt, ob es irgendwo hängt, ob der Freilauf funktioniert und natürlich auch mal schon mal testen, wenn ihr hier die Kassette anschubst, ob dann Widerstand spürbar ist, dass sich das Rad auch, also dass das Rad auch angetrieben werden kann. Aber ansonsten sind wir mit dem Umbau der Kassette fertig. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was zeigen. Und genau im nächsten Video werden wir dann erstmal die Kurbel demontieren. Die wird auf jeden Fall komplett runtergebaut.
die zwei Kettenblätter kommen ab, die drei Kettenblätter kommen ab und dann kommt ein neues Kettenblatt drauf. Ein Einfachkettenblatt natürlich. Hier jetzt von XX, beziehungsweise von SRAM, das XX1. Das wird es auf jeden Fall im nächsten Video geben, den Umbau. Und dann folgt natürlich Umbau von Schaltwerk, Kette und dann wird das Ganze noch eingestellt und dann ist das auch schon fertig. Okay, dann viel Spaß mit den kommenden Videos. Macht's es gut. Ciao.